Schlagerparadies. Hallo zum gefilmten Interview. Heute hier bei mir auf der roten Couch ist die Claudia Jung. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Du hast dein neues Album dabei. Ja. Du hast es einfach jung genannt. Genau, damit man gleich was drin ist. Weißt du, man wird ja immer gefragt bei den Interviews, auf was können sich die Fans denn freuen? Und da sage ich ja, einfach auf Claudia Jung, weil steht jung drauf, ist jung drin. Also, wenn du sagst, ne, wenn jung draufsteht, ist das auch so? Ist das irgendwie Verpflichtung für dich, dann auch immer frisch auszusehen? Na, das hört man ja Gott sei Dank nicht, ob ich frisch aussehe oder nicht. Frisch aus, ne, das muss man ja sagen. Aber ja, ist das nicht auch so ein bisschen Verpflichtung? Nicht, ich weiß es nicht. Also im Fernsehen, sagen wir mal so, da muss man ja noch besonders Augenmerk immer drauf legen, wie man da irgendwie so daherkommt. Zu Hause sehe ich das ein bisschen lockerer. Ich fühle mich jetzt auch nicht so, wenn ich morgens aufstehe, dass ich immer irgendwie dick Make-up brauche oder so. Ich versuche das immer dezent zu halten oder am besten außer Wimperntusche gar nichts, weil das muss ja auch wieder runter. Das macht ja alles nur unnötige Arbeit. Das stimmt. Du bist schon so viele Jahre im Schlagergeschäft. Mhm. 37 sind es. Ne? Mhm. Das darf man doch dann auch sehen, oder? Aber man sieht es ja nicht. Das ist es ja. Aber natürlich darf man es sehen. Hat sich irgendwas für dich verändert? Also jetzt außer das Aussehen, du hast ja auch immer eine andere Frisur, sondern so innerlich. Naja, ich versuch's immer mal wieder mit langen Haaren, weil ich lange Haare so toll finde. Muss aber hinterher immer feststellen, eigentlich stehen mir die kurzen Haare ganz gut. Die sind für mich auch viel praktischer. Ich bin viel schneller fertig und sehe vor allen Dingen viel schneller aus wie Claudia Jung. Also deswegen falle ich da immer wieder drauf zurück. Aber ansonsten hat sich von meiner Leidenschaft für die Musik, fürs Musikmachen nichts geändert. Was sich natürlich geändert hat, ist so die ganze Medienlandschaft. Leider Gottes auch die Art und Weise der Menschen, Musik zu hören oder zu konsumieren. Mhm. Was aber auch natürlich ein Stück weit der Industrie geschuldet ist. Ich meine, es gibt im Prinzip fast keine CDs mehr. Ich frage mich dann immer, wird das jetzt die letzte sein, die letzte CD? Oder habe ich vielleicht die Chance, vielleicht so in 2 Jahren doch noch mal eine zu machen? Weil die Entwicklung geht ja völlig weg davon. Manche gehen natürlich wieder auf die großen, also auf die Vinyl-Schallplatten. Genau, ja, richtig. Was ab einem gewissen Alter durchaus schön ist, weil man kann im Prinzip auch wieder ohne Lesebrille lesen, was draufsteht, was bei den CDs ja schon lange, also ich schon lange nicht mehr kann. Aber die Entwicklung ist halt eine andere. Es ist vielleicht aber auch die zukunftsorientiertere Entwicklung, weil nachhaltiger. Nicht mehr diese Müllberge, weil irgendwann gehen CDs halt ja auch kaputt oder die Hüllen sind immer sehr gerne kaputt gegangen. Ich habe da zumindest schon mal vorgesorgt und habe das jetzt ganz schlank gestaltet. Es gibt kein Plastik mehr, nichts, was irgendwie ganz kaputt gehen kann. Nur noch hier so ein Schlitz, wo die CD reingesteckt wird. Und für die, die dann sagen, ja, um Gottes Willen, da ist ja gar kein Booklet drin. Frau Jung hat auch daran gedacht. Da gibt es einen QR-Code und da kann man ganz einfach sich die kompletten Texte vom Album alle runterladen. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal Papier und Druckkosten gespart und Müll vor allen Dingen. Und das finde ich persönlich ganz großartig. Vor allem ist es auch viel, viel schmaler. Also man kriegt viel mehr Claudia Jung ins Regal. Ja, ja. Jemand sagte letztens zu mir, sagte, was, das ist aber ein bisschen dünn. Ist da überhaupt was drin? Und ich sage, ja, natürlich. Ich dachte, hoffentlich ist es nicht zu schlank, dass man jetzt irgendwie denkt, was, und dafür müssen wir jetzt auch noch Geld bezahlen. Ich habe mich das was kosten lassen. Minimalistisch, lustigerweise, aber das ist alles drin, was man braucht. Aber das Gemeine ist ja eigentlich, dass so die herkömmlichen Plastik-, also Kunststoffverpackungen für die CDs tatsächlich günstiger gewesen wären, als es jetzt so zu machen. Aber die Umwelt ist es mehr wert. Ich finde, das sieht auch wirklich toll aus. Ich finde auch, dass das schön aussieht. Also, und ist so schlank, das passt fast in die Hosentasche. Aber auch nur fast. Und auch in die Handtasche, man kann es auch immer mitnehmen. Ja. Ne? Immer anhören, dann ohne CD-Player wird es schwierig. Ja, aber, das stimmt. Aber du hast immer die Hülle dann dabei. Ja, genau. Weil man kann es Claudia Jung immer anschauen. Was mir jetzt so aufgefallen ist über die letzten Jahre, dass immer mehr Wert auf diese großen Bühnenshows gelegt wird. Mhm. Also weniger quasi auf die Stimme, sondern höher, schneller, weiter. Willst du da irgendwie auch auf den Zug aufspringen? Auf gar keinen Bei Konzerten Fall. Werden wir irgendwann Claudia Jung durch die Halle fliegen? Nein. Also erstens mal, ich weiß nicht, ob ich da schwindelfrei bin, wenn ich dann da oben schwebe. Das ist so ein Bereich, ich glaube, das kann man dann machen, wenn man so viele Leute, so viele Menschen, Massen, muss man ja sagen, in die Hallen bekommt, dann muss man sich natürlich auch was einfallen lassen. Und man sieht,
nicht mehr viel von dem Menschen, der da singt und agiert auf der Bühne, außer auf den Leinwänden. Und da muss natürlich fürs Auge auch was geboten werden. Das war früher schon so. Ich sag mal, bei Rondo Veneziano, da ist einfach, das Auge ist mit. Man braucht da große Bühnenbilder. Ich persönlich bin der Fan von kleinen Bühnen, kleine Theatersäle. Ich möchte einfach den Augenkontakt zu meinem Publikum nicht verlieren. Und ja, ich will einfach sehen, Emotionen spüren, miterleben. Und das geht natürlich in so großen Hallen nicht mehr. Und irgendwann, sind wir mal ehrlich, muss auch mal gut sein. Es geht nicht immer höher und immer weiter und so. Man muss sich auch mal mit weniger zufrieden geben. Aber manchmal ist weniger mehr. Also ich persönlich finde es viel intensiver, einfach die Menschen anschauen zu können, die Menschen ansprechen zu können und mit einbinden zu können. Bei deiner Stimme braucht man ja auch gar nicht die große Show. Na, du bist ja schon eine Show. Also dieser Thomas Heck hat ja über dich gesagt, du wärst die Grande Dame. Ja, Schlagers. Ja. Wie fühlst du dich denn damit? Also beziehungsweise er hat nicht gesagt die Grande Dame damals, sondern das, ich habe dann immer gesagt, das macht irgendwie so ein bisschen alt. Das ist dann so aufgenommen worden aus der großen Dame des deutschen Schlagers, weil ich ja immer Abendkleider getragen habe. Und in der Tat im Vergleich zu Kollegen, sag ich mal, wie Gigi oder Andy Bohr oder auch Nicole, natürlich größer bin. Ich sage immer im Fernsehen, wenn wir da alle so nebeneinander stehen, komme ich mir immer so ein bisschen vor, wie die Matrona Bavarie. Doch, ja, etwas größer bin und etwas mehr auf die Waage bringe, wahrscheinlich ohne, ich fühle mich nicht dick oder so, aber wenn ich dann, ich sag mal so, neben Nicole oder sowas, also da komme ich mir einfach so wuchtig vor, also, aber das ist halt, ich bin halt einfach ein größeres Menschenkind, sagen wir mal so. Und aus dieser großen Dame des deutschen Schlagers wurde dann in der Presse ganz schnell die Grande Dame, bei der bin ich mittlerweile angekommen, von daher kann ich da sehr gut mit leben und es hat ja auch irgendwie sowas Besonderes. Und wenn man so einen Beinamen hat, also ich bin Dieter bis heute noch dankbar dafür, muss ich sagen. Du hast ja auch ältere Lieder draufgepackt, also die schon rausgekommen sind, die du naja, auch weil, jetzt erst veröffentlicht hast. Ja, erst veröffentlichen konnte auf CD. Wegen Corona halt. Eigentlich war dieses Album als Jubiläumsalbum geplant und als, ist es ja immer noch mein erstes Album quasi auf dem eigenen Label, das ich mit meinem Mann gegründet habe, in eigener Verantwortung, natürlich auch mit eigenem Risiko, aber so unser erstes ganz eigenes Baby. Aber dann kam, wie gesagt, Corona, wir mussten 2 Jahre warten und ich wollte nicht nach außen den Eindruck erwecken, ich hätte mich zur Ruhe gesetzt und habe dann halt immer gesagt, okay, Singles machen wir ja an den Funkbemustern und bin jetzt aber froh, dass die Zeiten wieder so sind, dass man auch CDs veröffentlichen kann und rausgehen kann damit, weil es ist ja fast alles schon ein alter Hut für mich, was da drauf ist. Und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ich spinne ja schon wieder an den nächsten Projekten. Da ist ein Lied drauf, das ist mir aufgefallen, das hast du auch schon rausgebracht. Tür an Tür heißt ja, das. Ja. Das ist ja so ein bisschen war meine Single diesen Sommer, ja. Ja, so diese Hollywood-Fantasie. Finde ich. Findest du? Ja, wenn man so weil die Blicke, so ein Kopfkino ja, angeht, genau, oder? Die, ja, genau. Die Blicke treffen sich. Ja. Und, ne, man muss dann so ein bisschen Fantasie dann auch mitbringen, was passiert oder eben auch nicht. Wie ist das so bei dir? Bist du eher so Hollywood-Film-Fan? So Romantik? Oder total. Eher Action? Nein. Also in erster Linie mag ich am allerliebsten so romantische Verfilmungen. Ab und zu auch mal Action. Aber Actionfilme habe ich dann einfach festgestellt, es ist immer so ein bisschen... Also die sind ja noch viel unrealistischer als romantische Filme. Also das ist ja immer, wo man sagt, stimmt, ja, ja klar, guck's ja an und ne, Superman schlägt wieder zu hier. Aber so zwischendrin ist das mal ganz gut zu sehen und auch so die Hoffnung irgendwie zu haben, dass irgendwo mal einer wirklich ist, wie in so einem Actionfilm, der in der Welt vielleicht einfach mal auch aufräumen kann. Also momentan würde ich solche Leute immer ganz gerne nach Russland schicken. Ich frage mich immer, wo sind die? In diesen ganzen Hollywood-Filmen, ja, in diesen... Actionfilmen, da sind immer die Männer, denen nichts anhaben kann und die alles aus dem Weg räumen, was der Welt in irgendeiner Form schadet. Und ich frage mich mal, hey, wo sind die? Die genau. werden ganz dringend gebraucht im Moment. Ja, sie haben einmal die Welt gerettet im Film, ne? Aber sobald der Film aber im wahren Leben die, haben die dann Pause. Ja, oder, anscheinend. Dann könnten sie ja genug gerettet. Genau, wahrscheinlich. Ja. Du hast auf deinem Album den perfekten Mix eigentlich Danke. Zwischen Tanz und Ballade. Wo fühlst du dich denn? Und uneigentlich? Stimmt, das, die Frage habe ich jetzt falsch gestellt, ne? Es ist, ich selber bin ein wahnsinniger Balladenfan. Ich liebe es einfach, wenn Musik so
so durch und durch geht. Wenn es mir selbst im Studio so geht, dass ich manchmal eine Gänsehaut kriege, wirklich von den Haarspitzen bis in die Fußspitzen und wieder zurück, weil einfach die Musik so toll ist oder weil die Streicher so genial sind. Einfach so diese und schöne Melodien und sowas und sich da so reinfallen lassen. Das ist so das, was ich sehr, sehr gerne mag. Aber auf der Bühne, bei den meisten Veranstaltungen ist halt doch eher so, dass die Leute wirklich unterhalten werden wollen und fröhlich sein wollen und nicht versinken wollen in irgendwelchen melancholischen Geschichten oder so. Also von daher ist immer wichtig, so ein bisschen von beidem was zu haben. Den Mix, ja. Und den hast du. Was ist denn dein Lieblingslied auf deinem neuen Album? Ach, das ist jeden Tag anders. Ich mag das ganze Album. Es ist ja immer alles noch so neu und so frisch. Tür an Tür ist natürlich für mich so, das war die Entscheidung schlechthin. Vor allen Dingen, weil die Grundidee eigentlich bei diesem Song war, ein Duett zu machen, aber Die andere Seite, die Seite des Mannes. Das ja, wär's. Genau. Aber so aus Ermangelung an passenden Duettpartnern habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte trotzdem nicht auf den Song verzichten. Und der Text ist ja wirklich so angelegt, dass man das auch sehr gut alleine darstellen kann irgendwo. Und wenn man nicht weiß, dass da eigentlich was anderes gedacht war, vermisst man es auch nicht. Und das ist ja schön. Ich freue mich wirklich, dass wir uns entschieden haben, den doch so zu machen, wie er jetzt ist. Einfach, weil das für mich wirklich der Renner war diesen Sommer und der perfekte Vorbote, hoffe ich, für dieses Album. Auf jeden Fall. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich noch eine Fortsetzung von diesem Lied, oder? Also ich würde mich auf jeden Fall. In der Tat, ich habe, wie ich ja gesagt habe, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Naja, da geht es nicht weiter. Die Geschichte ist erzählt. Ja. Und das ist auch wichtig, so da einfach zu sagen, die Gedanken sind frei und wichtig ist einfach, dass der Kopf einen im rechten Moment wieder zurückholt und sagt, genau. Weil man muss immer wissen, was man riskiert. Ich glaube, es gibt viele Personen, die irgendwie matchen miteinander, ja, wo es funktionieren könnte, aber wenn man sich einmal für eine entschieden hatte, dann soll man auch bei der auch bleiben. Genau. Ne? Und ich hoffe, viele entscheiden sich dazu, dieses Album zu kaufen, denn das ist absolut wert, finde ich. Das ist schön, das freut mich, dass du das so also siehst. Also 2 Stunden sind es, ne? 2 Stunden? Nein. Claudia Jung? Nein, wie viel? Wenn man es zweimal durchhört. Ich glaube, es ist eine Stunde, sowas dürfte es schon sein, denke ich, ja. Ja, ach, das hört man 2-3 Mal, ne? Hintereinander mindestens. Für mich, Claudia Jung vor. Für mich ist immer das Ziel erreicht, sagen wir mal so. Mein Gedanke ist immer, wenn man so eine CD hat, ist auch mein Wunsch an andere Produktionen. Ein Album ist für mich dann perfekt, wenn ich es von Anfang bis Ende durchhören kann, ohne das Gefühl zu haben, ach, jetzt ist der Song, jetzt drücke ich mal auf Skippen und weiter. Sondern ich möchte nicht, dass jemand in die Verlegenheit kommt und sagt, weiter, sondern ich möchte einfach, dass es durchgehört wird. Und perfekterweise, wenn man den Übergang vom letzten zum ersten Song, dass man es gleich wieder von vorne anfangen kann. Ja. Ist hierbei ein bisschen schwierig, das gebe ich zu. Also dieses nochmal von vorne anfangen, ohne es zu merken, weil er fängt an mit, denn wenn wir uns berühren, und es hört auf mit, denn wenn wir uns berühren, wenn auch in der Tanzfassung, ja, in der Disco-Fox-Fassung. Ja, aber ich denke, es ist eine runde Geschichte und ich habe mir wirklich viel Gedanken gemacht, auch um die Reihung. Das ist immer etwas, was heute beim Streamen natürlich verloren geht oder wenn jeder nur seine Lieblingstitel irgendwie packt. Ich sag mal, das Gesamtkunstwerk zählt und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht um Tonarten, um Reihenfolgen, welcher Titel, wo, wann und es hat nichts mit Wertigkeit zu tun, sondern es ist einfach das Gesamte. Und das Gesamtpaket, das hältst du in deinen Händen und wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg damit. Dankeschön. Tschüss. Schlagerparadies, oh yeah, yeah, hier fühle ich mich wohl.